Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberschweinbach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, in Oberschweinbach sind wir bei schönstem Jahr, Frühlingswetter, wie das aussieht. Und das haben die Herren hier bestellt. Na klar, der Chef selber, das ist der Bürgermeister Norbert Riebl. Erstmal Servus. Servus. Das ist sein Amtssitz, schauen Sie sich das einmal an. Und das ist ja der Gescheide, was die Historie betrifft. Das ist der Stefan Pongratz. Erstmal Servus. Hallo, Servus. Man kennt sich lange, man sieht sich jeden Tag, tauscht sich aus, Herr Riebl? Man kennt sich seit seiner Geburt eigentlich, weil er ist ein gebürtiger Oberschweinbacher, auch wenn er jetzt hier nicht mehr wohnt. Ja, und was Gescheites ist er geworden? Wenn man das betrachtet. Aus Ihnen auch, Herr Bürgermeister? Ja, aus mir nicht so, aber zumindest haben wir ein paar, die... Entschuldigung, Bürgermeister ist ja nicht das Schlechteste. Hätten Sie sich das schon mal vorgestellt, das zu werden hier in diesem Ort? Vor 3 Jahren nicht. Nicht? Nein. Gewählt worden und freiwillig? Oder hat einer gesagt, dass Oberschweinbach, geh, jetzt machst du das noch wert? Nein, ich bin selber auf die Idee gekommen. Ja. Ja, ich war vorher Gemeinderat und habe mich über bestimmte Sachen geärgert. Und man denkt, jetzt probierst du das mal. Und ja, überraschenderweise sind manche auf die Idee gekommen, dass mich wählen. Aha. Und jetzt sind wir da. Darf ich über dieses Zentrum hier sprechen? Das ist das Schloss Spielberg, Herr Pongratz. Ja, genau. Ist alt wie? Also schaut historisch aus. Sprich, ein paar Jahre sind drauf. Ist definitiv historisch. Also ursprünglich sagt man, es sei eine Burg hier gestanden im Mittelalter. Ja. Und ja, das Schloss, so wie es jetzt da steht, das stammt aus dem 17. bzw. ist im 18. nochmal überarbeitet worden. Ja. Da waren verschiedene Adelsfamilien drauf. Interessant ist unter anderem, dass da die Augsburger Bürgermeister sich teilweise eingekauft haben. Das waren natürlich die großen Patrizier mit Namen Welser und Imhoff. Und diese Leute, die waren unbedingt scharf darauf, dass sie ein bisschen eine Standeserhöhung bekommen und wollten dann in den Adel aufsteigen. Und was braucht man dazu? Da braucht man ein Schloss, da braucht man einen Besitz. Und dann haben sie sich im 16. Jahrhundert dieses Schloss gekauft. Da die wunderschöne St. Kaetan-Kapelle dazu. Ja. Hingestellt. Das ist aber neu dann da hinten, oder? Wo das ist die Remisen, die ist jetzt wahrscheinlich nicht direkt aus dem 16. Jahrhundert, aber... Was ist das da Schönes da mittig? Das ist das sogenannte Benefiziatenhaus. Was heißt das? Da hat der Schlossgeistliche, der jeden Tag in der Kirche die Messe gefeiert hat, gewohnt. Wohnt da jetzt auch jemand? Da wohnt niemand drin, sondern wir haben einen Förderverein, der sich um die ganzen Renovierungen seit ca. 16 Jahren kümmert. Ja. Und da sind im ersten Stock sind da viele Requisiten, die wir aus dem ehemaligen Franziskanerinnenkloster, hier war ja bis 1999 ein Franziskanerinnenkloster, und dann hat die Gemeinde das Areal gekauft, weil die Schwestern zurück mussten zu ihrem Stammsitz ins Kloster Reutberg. Und die haben uns dann einige Sachen letztendlich haben sie uns hinterlassen, geschenkt. Die sind da gelagert und unten im Erdgeschoss ist ja Treffpunkt für Förderverein, für Musikgruppen und Ähnliches. Wird für soziale Zwecke wird das genutzt. Aber es wohnt keiner da drin. Darf ich jetzt fragen, was zuerst war? Da war Oberschweinbach, Schloss Spielberg. Wie hat sich das entwickelt außenrum? Also hat sich das dann in einer Ansiedlung ergeben oder wie? Das ist jetzt eine sehr kritische Frage und da sind wir mitten im Thema in unserer Ortschronik. Da forscht man schon die ganze Zeit hin und wir kriegen es nicht raus, weil das Problem ist in den Quellen, in den alten frühmittelalterlichen Quellen, da wird zwischen Oberschweinbach und Unterschweinbach nie unterschieden. Und das heißt immer nur Schweinbach. Und Spielberg taucht erst viel später auf. Was schreibt man denn nie dafür? Was entscheiden Sie sich, Herr Pongratz? Ja, da habe ich noch ein bisschen Zeit und wird uns dann sicherlich noch die Fügung kommen. Ist es jetzt ein Ort auch der Gemeinschaft und der Zusammenkunft hier oben? Also finden hier auch dann in saisonalen, schönen Wetterlagen Dinge statt? Ist es auch ein kultureller Ort? Was passiert hier? Außer, dass Sie natürlich hier verwalten. Übrigens sehr schön, wenn ich das sagen darf. Ja, das ist eigentlich nicht angemessen, weil unsere finanzielle Situation lässt eigentlich sowas nicht zu. Aber gut, wir haben es gekauft. Insofern nutzen wir es auch. Ja. Aber das Areal ist das Dorfzentrum schlechtweg geworden jetzt. Vereine haben hier ihre Heimat gefunden. Ja. Die Feuerwehr ist da und es wird eigentlich die ganze Saison unabhängig von Witterung wird das genutzt. Genauso im Hochsommer für irgendwelche Rocknächte wie für ein tolles Herbst. Fest mit über 1000 Besuchern oder vor kurzem Christkindlmarkt ist natürlich in dem Ambiente optimal und ist voll genutzt. Kann man aushalten, wenn ich das sagen darf. Ja. Sie als gebürtiger Oberschweinbacher dann auch. Sind Sie dann schon jemals draußen gewesen? Also,
zum Studieren draußen irgendwie? Ja. Nein, jetzt wohne ich in der Kreisstadt. Okay, aber wenn Sie jetzt diese Entwicklung von Oberschweinbach, und ich empfinde es als Begeher zum ersten Mal, als ein großes Areal, ist langgezogen. Wie viele Einwohner habt ihr? Also knappe 1700, 1650 war die letzte Zahl. Aber da ist ganz schön was los. Das hat sich doch positivst entwickelt. Vom grünen Baum zum Erwachsenen. Was macht für Sie Oberschweinbach aus? Das ist einfach eine riesige Vielfalt und so ein kulturelles Angebot, das da irgendwie in den Vereinen wächst und das da über den Ort hinaus bekannt ist. Also das ist echt ganz toll. Man hat mal ein paar bekannte Namen, die man immer wieder hört, beispielsweise die Wels. Ja, Wahnsinn. Aber wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, ins späte 19. Jahrhundert, da haben wir einen Pfarrer namens Dr. Georg Ratzinger gehabt. Das war der Großonkel von unserem Benedetto. Ratzinger, ach, wird genau. Zwar plus 4 Jahre, aber immerhin. Das wurscht auf die 4 Jahre. Das kommt auch in die Chronik ein. Ja, und außerdem haben wir im späten Oktober 1900 einen ganz berühmten Besuch gehabt in der Wirtschaft. Da war nämlich der Räuber Kneißl da. Und der hat versucht, Pfandbriefe, die er 2 Tage vorher in Niederbayern geklaut hat, da unter den Bauern loszuschlagen. Und irgendwie hat es in der Zeitung gelesen und dann haben sie ihn davor gejagt. Und dann hat er sich irgendwie mit der Pistole in der Hand hat er sich den Weg quasi frei gepresst, hat aber seinen Regenschirm stehen lassen. So geschehen in Oberschweinbach. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist und das hier in diesem Ort, gibt es noch etwas, was Sie vielleicht in Erfahrung bringen könnten, woran Sie gerade dran sind, was man schon verraten könnte, was sich auch hier ergeben hat? Tja, da sind wir irgendwie so ziemlich mittendrin. Also ich bin ja immer quer durch die Zeiten unterwegs. Und jetzt stellen wir natürlich die Frage, wer flext jetzt da eigentlich? Aber das ist mir historisch jetzt nicht ganz so wichtig. Ja. Nein, es ist da in Oberschweinbach war eine Burg und in Günzelhofen war auch eine Burg. Und zwar schon im Hochmittelalter. Und warum sind zwei Burgen so ganz nah aneinander dort? Mhm. Also irgendwo müssen da Machtbereiche kollidiert sein, da, wo die einen gegen die anderen gestanden sind. Und momentan bin ich auf dem Trichter unterwegs, dass in Günzelhofen die Andechser gesessen sind, die im 12. Jahrhundert die Konkurrenten von den Wittelsbacher waren. Und da waren die Wittelsbacher, beziehungsweise die Grafen von Dachau. Aber da sind wir gerade dran. Jetzt hat man nichts gehört von lauter Flexen. Na doch, wir haben ein gutes Mikro. Hey, was ist denn da los? Jetzt schaut, wie ich schaue. Servus, winkt's einmal. Ja, interessante Geschichte. Oberschweinbach, liebe Zuschauer, Herr Bürgermeister, ein frohes Walten hier noch auf diesem Grunde, auf das es gut weitergeht. Ein spannendes Herausfinden noch von vielen Geschichten. Bin gespannt, was das da mit diesen Geschichten auf sich hat. Und liebe Zuschauer, unbedingt mal vorbeischauen. Hier ist es wunderschön auf dieser Anhöhe. Vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, wenn es dann warm und sonnig wird, schauen Sie vorbei. Das war Oberschweinbach. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Machen Sie es gut. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberschweinbach. Wechseln auch Sie.